Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kandidaten und Kandidatinnen des Better World Award 2021. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier am wunderschönen neuen Palais der Universität Potsdam. Mein Name ist Finja Schmidt, einige von Ihnen kennen mich schon. Ich bin Mitarbeiterin der Universitätsgesellschaft und gemeinsam mit der Land Brandenburg Lotto sind wir heute Ihr Gastgeber bzw. Ihre Gastgeberin. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir im letzten Jahr im Hörsaal 5 in Griebnitzsee den ersten Better World veranstaltet haben. Da war es noch sehr minimalistisch aufgrund der Corona-Pandemie. Deswegen sind wir heute umso glücklicher, dass wir hier in Vielzahl Sie alle empfangen konnten. Ja, vielleicht haben Sie es schon gesehen, das ist ein bisschen klein. Es gibt hier so QR-Codes, dort links und dort rechts von mir aus. Da kann man das Programm scannen. Da können Sie auch eine Übersicht der Kandidaten und Kandidatinnen sich schon mal verschaffen, aber Herr Professor Dr. Wagner wird die dann auch noch mal vorstellen, also an Informationen soll es heute nicht scheitern. Kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt gleich starten mit Grußworten von Frau Anja Bohms, der Geschäftsführerin der Land Brandenburg-Lotto. Und dann geht es weiter mit unserem musikalischen Duo, dem Chamäleon-Duo. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr heute auch hier seid. An der Gitarre Norman und am Gesang Sandra. Hallo. Genau, im nächsten Schritt werden wir dann einen klitzekleinen Videotrailer sehen, in dem nochmal die Arbeiten vorgestellt werden. Und dann geht es nochmal weiter mit Musik. Dann werden wir oder hätten wir eigentlich Grußworte des Herrn Vizepräsidenten Professor Schweigert gehört. Der kann heute leider nicht da sein. Diesen Part wird aber Herr Wagner übernehmen. Und dann freuen wir uns auf die Laudatio des Herrn Staatssekretärs Dünow. Vielen Dank auch für Ihr Kommen heute. Und im Anschluss werden wir die Preise und die Urkunden übergeben, nochmal Musik hören und gemeinsam noch das Catering genießen. Ja. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Spaß und bitte nun Frau Bohms auf die Bühne. Sehr geehrte Better World Award Teilnehmerinnen, ich sehe jetzt hier schlecht, aber ich habe vorhin schon einige gesehen, sehr geehrte Better World Award Teilnehmer, sehr geehrte Staatssekretärin, sehr geehrter Staatssekretär, lieber Kanzler der Universität Potsdam, Herr Gerloff, sehr geehrter Herr Professor Dr. Wagner, liebes Team der Universitätsgesellschaft Potsdam und meine sehr verehrten Gäste, herzlich willkommen an diesem doch leider etwas tristen, grauen Novemberabend zur Verleihung des Better World Award der Universität Potsdam 2021. Dessen Anliegen die Land Brandenburg Lotto GmbH aus tiefer Überzeugung mit ihrer Schirmherrschaft unterstützt. Es ist schön, heute hier Sie persönlich treffen zu können, mit Ihnen ganz in Präsenz, wie wir ja heute sagen, zusammen sein zu können. Unser noch sehr junger Award für Weltverbesserinnen und Weltverbesserer wurde im vorigen Jahr in die Pandemie hineingeboren. Deren Auswirkungen reichen weit und werden auch unsere Zukunft beeinflussen. Doch das soll uns nicht hindern, besser noch anspornen, das Leben und die Gemeinschaft in dieser Zukunft wert- und nachhaltig zu gestalten. Dafür braucht es Forschergeist, neue Ziele, neue Ideen, fachliche und gesellschaftliche Kompetenz und daraus resultierende Lösungen für komplexe Sachverhalte und Lebensumstände. Junge Absolventinnen und Absolventen sowie die Promovierenden der Universität Potsdam widmen sich in ihren Arbeiten den vielfältigsten Themen. Doch haben sie dabei ein Bewusstsein erzeugt, wie ihre Erkenntnisse der Gesellschaft nutzen werden und mit welcher Bedeutung? Wenn nicht, bleiben dann potenzielle Chancen ungenutzt aufgrund fehlender Wahrnehmung?
An diesen Fragen setzt er an, unser Auszeichnungsgedanke. Wir möchten die Sichtbarkeit des zukunftsengagierten Schaffens an der Universität und die der Protagonisten fördern. Wir möchten dafür eine Öffentlichkeit erreichen und die Studierenden motivieren, die eigenen Ansätze aus dem Blickwinkel des gesellschaftlichen Nutzens zu betrachten, einzubringen, verständlich zu machen und weiter zu verfolgen. Dafür bringt unser Zukunftswettbewerb alle Voraussetzungen mit, angefangen von einem hochkompetenten Ausschreibungs- und Juryverfahren, über hervorragende, preisverdächtige Arbeiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das ist ja sicherlich der Hauptaspekt, bis hin zu dem Ideenprofiler für die Nominierten, der es ihnen ermöglicht, die Kernbotschaften ihrer Arbeiten zu fokussieren und überzeugend vorzustellen. Stellen Sie sich dabei einen professionellen Kreativworkshop vor, denn genau das ist der Ideenprofiler. Insofern bildet er ein Kernelement im Wettbewerbsverfahren und ist für alle Nominierten bereits ein erster Gewinn. Die vermittelten Methoden und das gemeinsam erlebte Verfahren bringen Erkenntnisse, die in den eigenen Erfahrungsschatz übergehen und nützlich bleiben. Sehr gern waren wir als Lotto Brandenburg in diesem Jahr Gastgeber dieser wirklich besonderen Veranstaltung. Das war aufschlussreich und auch sehr spannend. Und apropos Spannung, die Spannung des heutigen Abends wollen wir nicht über Gebühr verlängern. Das Ergebnis des Wettbewerbs erwartet uns im Laufe dieser festlichen Veranstaltung. Dann können wir den Better World Award 2021 als Trophäe und als Preisgeld mit 3.333 Euro an eine der nominierten Persönlichkeiten überreichen. Wir hoffen als Lotto Brandenburg dabei auf ein überzeugendes Gewinnerlebnis, um auch weiterhin im Sinne des Gemeinwohls zu streben und Wissenschaft und Gesellschaft zu verbinden. Denn Chancen zu geben ist unsere Passion. Ja, vielen Dank, Frau Bohms. Auch nochmal ein herzlichen Dank von uns, dass wir in Ihrem Hause den Ideenprofiler durchführen durften. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an Herrn Christian Marx und Herrn Nils Kahn, die heute leider nicht hier sein können. Die haben den Workshop geleitet. Und jetzt gibt es einen passenden Titel, Change the World, von unserem Chamäleon-Duo. Herzlich willkommen. Take you as my queen.
Ja, hatten wir Musik und ich weiß noch, dass das auch sehr berührend war, Live-Musik zu hören. Das habe ich auch letztes Jahr erwähnt und auch jetzt finde ich es wieder sehr schön. Danke an dieser Stelle nochmal. Ich muss jetzt diesen Beamer anschalten und dann sehen wir gleich ein kleines Video, schon mal mit den Titeln der Arbeiten. Ich hoffe, das funktioniert. Eine Minute hat man mir gesagt, bis zu mir war. Ja. Ah. Spannung steigt. Herzlich willkommen! Unter der Schirmherrschaft der Land Brandenburg Lotto GmbH verleiht die Universitätsgesellschaft Potsdam zusammen mit dem Transferbereich der Universität Potsdam, dem Partnerkreis Industrie und Wirtschaft, Potsdam Transfer sowie dem Projekt Innovative Hochschule 2021 zum zweiten Mal den Better World Award. Damit sollen erneut Masterarbeiten und Dissertationen gewürdigt werden, die einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gemeinschaft leisten. Der Award war mit einem Kreativworkshop, dem Ideenprofiler, verbunden, an dem 6 Nominierte teilnahmen. Mithilfe dieses Workshops wurden die Potenziale der Arbeiten für den gesellschaftlichen Transfer verglichen und bewertet, um den ersten Platz zu ermitteln. Die ausgewählten Nominierten sind Frau Stefanie Kunkel mit ihrer Dissertation Grüne Wertschöpfungsketten durch Industrie 4.0, Chancen und Risiken digitaler Transformation für ökologische Nachhaltigkeit in der Industrie im Kontext von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen an den Beispielen China, Taiwan und ausgewählten Ländern des globalen Südens. Brian Novak mit seiner Masterarbeit Increasing the Resolution of Heat Shock Response Analysis in Roots Through the Use of Fluorescent Proteins. Herr Dr. Julian Risch mit seiner Dissertation Reader Comment Analysis on Online Use Platforms.
Frau Luise Reuter mit ihrer Masterarbeit »Evaluation und Prognosen zum Pflegevorsorgefonds vor dem Hintergrund der generationsgerechten Ausgestaltung der sozialen Pflegeversicherung«. Frau Dr. Barbora Sedova mit ihrer Dissertation »Heterogeneous Effects on Weathering Climate Change on Human Migration«. Sowie Frau Dr. Marie-Christine Zeisberg mit ihrer Dissertation »Ein Rohstoffvölkerrecht für das 21. Jahrhundert«. Ja, ich bitte jetzt Herrn Professor Dr. Dieter Wagner auf die Bühne, den Vorstandsvorsitzenden der Universitätsgesellschaft Potsdam. Ja, sehr geehrte Staatssekretäre, man müsste eigentlich mit der Frau natürlich beginnen, Frau Heyer-Stupfer, und dann kommt Herr Dino, aber Herr Dino hält ja die Laudatio, das ist aber Ihr Problem, wie Sie das untereinander ausmachen. Also zwei Staatssekretäre hier, dann sehr geehrter Herr Kanzler Gerloff, Dekan Wolf von der Philosophischen Fakultät und sehr geehrter Direktor Borowski vom Zentrum für Lehrerbildung. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des schlechten Wetters, das kann man ja wirklich sagen, und auch diverse Parallelveranstaltungen hier in der Region zu uns gefunden haben. Bei den Parallelveranstaltungen geht es nicht nur um Nachholbedarfe wegen der lange andauernden Corona-Lockdown-Situation, sondern, um etwas anzugeben, auch um die Klimakonferenz in Glasgow, weshalb sich mehrere Teilnehmer entschuldigt haben, nicht weil sie dort als Politiker verhandeln, sondern als Wissenschaftler eine beobachtende Position einnehmen. Auch eine unserer Nominierten hat sich deswegen entschuldigt. Und nicht zuletzt, ich darf jetzt nicht alles verraten, musste Vizepräsident Schweiger zu seinem wirklich sehr großen Bedauern absagen, weil er überraschend und kurzfristig einen internationalen bekannten Stifter trifft, der nur kurz in Deutschland weilt. Herr Schweigert ist Ernährungswissenschaftler und es geht bei dem Gespräch um Ernährungsfragen im globalen Bereich. Mehr darf ich nicht dazu verraten. Sie können ja Ihre Fantasie spielen lassen, wer das sein könnte. Ansonsten ist es erfreulich, finde ich, dass die strategische Absicht der Universität Potsdam sich verstärkt mit Themen wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Klima und so weiter, praktisch mit den 17 Sustainable Development Goals der UNO auseinandersetzt. Und das passt auch sehr gut zu dem Programm, das vorgestellt wurde von Frau Bohms, dem Better World Award, wo wir ja uns um den Gesellschaftstransfer kümmern wollen. Die Verbindung zwischen der Universität und der Außenwelt und letztlich dann auch die Frage uns stellen wollen, wie kann man bestimmte Zustände in der Welt verbessern. Und wir finden, dass der jetzt zum zweiten Mal verliehene Better World Award gut zu dieser Programmatik gehört. Um weitere Initiativen aus jüngster Zeit beispielsweise zu nennen, das hätte dann wahrscheinlich Vizepräsident Schweigert erzählt, so ist das jetzt der im Wintersemester 2021-22 eingeführte internationale Masterstudiengang Climate, Earth, Water, Sustainability und die für August-September 2022 geplante Summer School for Sustainable Teacher Education mit mehreren Partnerhochschulen, wobei ich mich freue, dass Frau Kollegin Freitag und der Herr Kollege Borowski hier anwesend sind. Sie sind verantwortlich für die Durchführung dieser Summer School. Und auch die neu gegründete Sektion Sustainability Experts im Rahmen des Senior Fellows Networks, das gemeinsam von der Innovativen Hochschule Potsdam und von der Universitätsgesellschaft Potsdam betrieben wird, ist hier zu nennen. Ich möchte jetzt nicht, die Versuchung ist natürlich groß, einen Werbeblock für die Universitätsgesellschaft zu lange einbinden. Aber ich wollte nur sagen, dass Themen wie
auch Inklusion und Integration zentrale Förderschwerpunkte der Universitätsgesellschaft Potsdam darstellen. Der Einspieler hat Ihnen nun die Titel und die Namen der Arbeiten vorgestellt, die für die Endauswahl nominiert wurden und die, wie schon von Frau Bohms erwähnt wurde, an dem eintägigen Workshop, dem sogenannten Ideenprofiler, teilgenommen haben. Übrigens, letztes Jahr gewann Anna vom Rath aus der Philosophischen Fakultät, Institut für Anglistik, den Better World Award auf der Grundlage ihrer Dissertation zu Afropolitan Encounters, Literature and Activism in London and Berlin. Dabei legte sie dann im Rahmen des Ideenprofilers ein Ausstellungskonzept für Berlin und Südafrika vor. Die weiteren Themen letztes Jahr bezogen sich auf Brennstoffzellen, Kulturwandel und Klimawandel, Diversität und interkulturelle Kompetenzen, die HPI Schulcloud und auf digitalisierte Besteuerungsverfahren im Vergleich zwischen Österreich und Deutschland, wo Deutschland da ja noch ganz schön nachhängt. Einige Einreichungen im letzten Jahr, und das kann man auch schon für dieses Jahr sagen, hatten im Laufe der Zeit auch noch andere Auszeichnungen erhalten, weil sie einfach gut sind. Und der Gesellschaftstransfer als eine spezielle Form des Wissens- und des Technologietransfers ist insofern noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist auch unsere zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Wissens- und Technologietransfer, nämlich Potsdam Transfer, auch Partner in diesem Wettbewerb. In diesem Jahr waren es nun, wie vorgestellt wurde, in alphabetischer Reihenfolge, wie Stefanie Kunkel, da ging es um die Digitalisierung von Lieferketten im Sinne von Nachhaltigkeit und Frau Kunkel hat sich entschuldigt, weil sie in Glasgow ist. Der Brian Novak mit seinen Resilienzstrategien von Agrarfrüchten bei zunehmender Erderwärmung. Julian Risch aus der Digital Engineering Fakultät, also Platten-Institut, wo es um Strategien gegen den Missbrauch durch Trolle, Hassmail, Spams und so weiter geht. Und Luise Reuter, Konstruktion von Pflegevorsorgefonds. Barbara Sedowa, Interdependenzen von Klimawandel und Migrationsströmen, was dagegen tun. Sowie last but not least Marie-Christina Zeisberg aus der Juristischen Fakultät, Skizzen eines Rohstoffvölkerrechts für das 21. Jahrhundert. Also wenn Sie sich diese Themen zu Gemüte führen, dann sind das schon, ich sag mal salopp, ganz schöne Klopper, wo man mit dicken Brettern bohrt und wo es dann auch jenseits von Grundlagenforschung auch um die Anwendung geht und man sich wirklich dann fragen muss, wie kann man diese Dinge weiter vorantreiben. Bei aller Heterogenität bestand die Gemeinsamkeit der nominierten Arbeiten darin, dass eine komplexe Interdependenz von Digitalisierungsaspekten, rechtlichen Fragen, kulturellen und naturwissenschaftlich-technischen, insbesondere klimabezogenen Aspekten angeführt wurde. Digitalisierung wird dabei immer mehr zum Querschnittsfaktor, wie aber auch das Wechselspiel von naturwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Phänomenen. Aber auch die Rechtssysteme fallen ja bekanntlich nicht vom Himmel und sind letztlich ein Produkt gesellschaftlicher Konventionen. Sie können sich sicher vorstellen, dass es der Jury nicht leicht gefallen ist, hier eine Auswahl zu finden. Letztlich war das Niveau bei allen Nominierten ähnlich hoch. Und wieder war festzustellen, das fanden wir auch ganz toll, dass alle Nominierten bei diesem Workshop sehr kooperativ waren, fast freundschaftlich miteinander umgegangen sind und die Rivalität um 3.333 Euro also nicht die Rolle spielte. Letztlich gab es für uns in der Jury die in der Präsentation dann vorgetragene Umsetzungsperspektive den Ausschlag für die Jury. Und wie gesagt, die Jury hat es sich nicht leicht gemacht. Sie besteht übrigens aus den Professorinnen Katja Hanack, Uta Herbst und Hanna Löhmannsröben sowie Herrn Wolfgang Hartlich von der IHK Potsdam und dem Vizepräsidenten Schweigert. Für wen haben wir uns nun schweren Herzens, aber auch überzeugt entschieden? Spannung kommt dem Höhepunkt entgegen. Wenn nun nach der nächsten Musik in einigen Minuten erscheint.
Herr Staatssekretär Dünow seine Laudatio halten wird, so möchte ich den Schleier des Geheimnisses nun doch insoweit lüften, dass es ein männlicher Preisträger sein wird. Letztes Jahr war es ja ein weiblicher, das hat aber jetzt keinen Paritätsaspekt. Und dass sich die Fakultät von diesem männlichen Teilnehmer zurzeit in einer intensiven Ausbauphase in Babelsberg befindet. Mehr möchte ich nicht verraten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf die Laudatio von Herrn Staatssekretär Dünow. Aber erst kommt noch ein bisschen Musik. Herren, herzlich willkommen auch von mir. Herr Wagner hat darauf hingewiesen, dass es ein umfangreiches Alternativprogramm am heutigen Abend gibt. Ich gehöre natürlich, wie Sie sehen, nicht zu den Ausgewählten, die in Glasgow die Zukunft des Planeten verhandeln. Aber ich hätte auch die Option gehabt, auch bei einer anderen tollen Gesellschaft heute einer tollen Veranstaltung beizuwohnen. Herr Jacobs weiß, wovon ich rede. In einer anderen Gesellschaft, in der ich
Mitglied, nee, sogar Vorsitzender des Aufsichtsrats ist und in der Herr Jacobs als Aufsichtsrat mitwirkt, wird heute eine tolle Ausstellung über Günther de Bruyne eröffnet, und ich habe selbstverständlich nicht mit der Wimper gezuckt, als Herr Jacobs mich am Rande einer Aufsichtsratssitzung der BKG, der Gesellschaft für Brandenburgische Kultur und Geschichte, tolle Einrichtung, demnächst auch mit neuer Sonderausstellung, als Herr Jacobs mich am Rande einer Aufsichtsratssitzung fragte, ob ich nicht dieser Preisverleihung irgendwie beiwohnen wollte. Und weil ich ein grundsätzlich sympathischer Mensch versuche zu sein, habe ich natürlich zugesagt, ohne einen blassen Schimmer zu haben, worum es hier eigentlich geht. Aber ich habe es bislang noch nicht bereut. Bevor ich zur Verlesung einer sehr umfangreichen Rede zum Thema Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft der Zukunft komme, muss ich ein paar Gratulationen vorwegschicken. Die erste Gratulation, die letzte wird dann dem eigentlichen Preisträger gelten, die erste Gratulation gilt der Lotto-Stiftung. Nee, Brandenburg-Lotto, nicht Stiftung, sondern Brandenburg-Lotto. Lotto, wie soll ich es mal formulieren, der Sinn von Lotto besteht ja darin, Geld mit der Suche nach individuellem Glück zu verdienen und das dort versammelte, wenn man ehrlich ist, durch das Pech der Loskäufer gesammelte Geld so einzusetzen, dass es gesellschaftlichen Fortschritt gibt. Also Sie übersetzen sozusagen die Suche nach individuellem Glück in gesellschaftlichen Fortschritt, sozusagen mit Mitteln des Glücksspiels, finde ich eine intellektuell beachtliche, aber in den Auswirkungen außerordentlich erfreuliche Institution. Sie wurden hier schon mehrfach als Schirmherrin, glaube ich, apostrophiert. Stimmt, ich habe mich eben noch mal versichert, nicht ganz nur. Sie sind natürlich nicht nur Schirmherrin, sondern Sie sind auch Stifterin. Das heißt, das Preisgeld, wer auch immer es nachher bekommen wird, ist Ihnen und Ihrer Einrichtung zu verdanken. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass Sie diesen Preis sponsoren. Der zweite Glückwunsch gilt der Universitätsgesellschaft. Better World Award ist jetzt ja ein Begriff, der jetzt nicht von spezifischen Minderwertigkeitskomplexen derer, die ihn verleihen, zeugt, aber ich finde das ganz großartig, weil die Frage, wie wir unsere Welt besser machen können, eine der, banal, aber nicht nur eine der zentralen Fragen für die Gesellschaft ist, sondern natürlich auch eine für ganz viele Menschen, die an Universitäten tätig sind. Na klar, man braucht auch ein Examen, um irgendwie, keine Ahnung, Lehrer werden zu können, Geld zu verdienen, Sinnvolles zu tun, aber nach meiner Lebenserfahrung jedenfalls, das Allermeiste ist intrinsische Motivation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und das ist ganz großartig. Ich sage das sozusagen wissend, dass es den einen oder die andere gibt, die sagt, ja Gott, das ist schon gut, sozusagen mit der intrinsischen Motivation, aber wir würden uns als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchaus auch freuen, wenn sozusagen die Suche nach individuellem Glück nicht ausschließlich über eine Institution wie Lotto gehen würde, sondern beispielsweise über dauerhaft finanzierte Verträge für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir uns abgewöhnen wollten, Nachwuchswissenschaftler zu nennen. Ja, verstehe ich total. Wie so häufig kann man sozusagen im Föderalismus lernen davon, wie es gut läuft, in anderen Bundesländern, wie es weniger gut läuft. Wir Brandenburger sind in dem Fall möglicherweise nicht die allerschnellsten, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir jedenfalls nicht die schlechteste Lösung für das Thema finden werden. Sie wissen möglicherweise, dass es einen langen Diskussionsprozess, gute Arbeit gibt, der noch nicht sozusagen Abschluss in einem Hochschulgesetz gefunden hat, aber dafür musste in Brandenburg auch noch keine Uni-Präsidentin deswegen zurücktreten. Also Gratulation an die Unigesellschaft für die Auslobung dieses Preises. Dann dritte Gratulation an die Uni, muss man ja auch mal sagen. Sie werden gleich vermuten, möglicherweise verstehen, warum ich darauf anspiele. Die Uni Potsdam ist eine tolle Universität, die ist in ganz vielen Bereichen sozusagen fast auf dem Weg zur Exzellenz, also so auch, dass es bundesweit durch beispielsweise erfolgreiche Bescheide in der Exzellenzstrategie gewürdigt wird, aber sie ist in einigen Bereichen wirklich auch institutionell ganz anders als alle anderen. Die Uni Potsdam hat die einzige privat finanzierte Fakultät einer staatlichen Hochschule in Deutschland. Wir haben uns in Potsdam und darüber hinaus so ein klitzekleines bisschen angewöhnt, das irgendwie für selbstverständlich zu halten, dass möglicherweise, wie soll ich es mal formulieren, als ausgleichende Gerechtigkeit für besonderes Lebensglück, das der Stifter irgendwie genossen hat, zu missverstehen.
Ich glaube, das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches, für das wir, ein blödes Wort, aber auch wirklich ein kleines bisschen dankbar sein könnten. Es gibt andere, die mit ihrem Geld Fußballvereine finanzieren. Ich finde, wenn man in einer Stadt wie Potsdam eine Fakultät an einer staatlichen Universität dauerhaft finanziert, unter uns gesagt, besser als der Staat das jemals könnte, ich bedauere das sehr, nebenbei noch das eine oder andere und nicht das schlechteste Museum in Potsdam finanziert, keine schlechte Sache, muss man gelegentlich auch mal wieder erwähnen. Deshalb Gratulation an die Uni Potsdam, dass sie so gut ist und so attraktiv ist, dass sie diese Beziehung über viele Jahre, andere haben da auch mitgewirkt, einer sitzt da vorne, über viele Jahre sozusagen möglich gemacht haben. Das ist eine tolle Sache. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Ich versuche das mal etwas zu verkürzen und etwas konkreter zu machen, weil als ich hier eben saß, ich mir überlegte, Mensch, hättest du dich eigentlich, als ich vor einigen Jahrzehnten an einer Hochschule, die bedeutend nicht so fantastisch ist wie die Uni Potsdam, als ich mein Examen da gemacht habe, hätte ich mich eigentlich auf einen solchen Preis bewerben können. Und die Antwort ist natürlich nicht. Erstens, weil ich bei weitem nicht gut genug gewesen bin und zweitens, weil ich mich um ein Thema gekümmert habe, das mich sehr begeistert hat, dass aber die Welt, wenn wir ganz ehrlich sind, kein klitzekleines bisschen besser gemacht hätte. Also möglicherweise gibt es viele Menschen, oder ich formuliere es mal zurückhalten, außerhalb meines engsten Umfeldes habe ich relativ wenig Menschen getroffen in den letzten 30 Jahren, die meine Begeisterung für den Strukturwandel des Romans im Ausgang des 17. Jahrhunderts in Deutschland wirklich vorbehaltlos geteilt haben. Ich habe jedenfalls noch niemanden getroffen, der glaubte, dass, wenn ich meinen damaligen Plan, eine Dissertation anzufertigen und dann auch noch umzusetzen, dass damit die Welt besser geworden wäre. Sie wäre nicht besser geworden dadurch. Ich wäre glücklicher gewesen, ich hätte dieses Trauma des Nicht-Promoviertseins nicht auf meinen Schultern tragen müssen, aber die Welt wäre nicht wesentlich besser geworden. Und ich habe mir eben überlegt, muss ich deshalb eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich etwas studiert habe, was mich begeistert hat, was vielleicht in sehr esoterischen, sehr kleinen Bereichen einer spezifischen Geisteswissenschaft Relevanz beanspruchen kann, ohne gesellschaftliche Implikationen nach sich zu ziehen. Und ich bin der Überzeugung, nein, ich muss mich dafür nicht schämen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung, auch in Zukunft Wissenschaft um ihrer selbst zu treiben. Es ist vollkommen in Ordnung, Grundlagenforschung zu betreiben, die keinerlei Anwendungsbezug hat. In Klammern, wenn wir über Grundlagenforschung ohne Anwendungsbezug nachdenken oder reden, dann denken wir bescheidene von Selbstzweifeln geplagte Geisteswissenschaftler ja immer an uns. Ne? In Wahrheit sind wir ja die allerbilligsten davon, weil wir nur Bücher brauchen. Andere brauchen gigantische Teilchenbeschleuniger und machen damit nicht minder esoterische Geschichten, die auch nicht wesentlich anwendungsnäher sind als die Auseinandersetzung mit Romanen aus dem 17. Jahrhundert. Was ich sagen will, ich glaube, wir können und wir sollten Menschen, die sich der Aufgabe verschrieben haben, mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit die Welt besser zu machen, wir sollten die ehren und wir sollten das mit voller Begeisterung tun. Wir sollten gleichzeitig aber nicht Gefahr laufen, so zu tun, als wären die anderen nicht genauso relevant. Sie sind anders relevant. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil wir sonst Gefahr laufen, sozusagen als Politik oder als Gesellschaft Wissenschaft komplett zu vernutzen. Wissenschaft ist, da ist sie der Kunst durchaus nicht unähnlich, auch um ihrer selbst willen wichtig. Und sie ist nicht nur ausschließlich relevant mit Blick auf den Nutzen, den sie bringen kann in naher oder ferner Zukunft. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft. Das ist ein Thema, was, wenn ich ganz ehrlich bin, mich, Sie wahrscheinlich alle, in den letzten 2 Jahren noch viel stärker bewegt hat, als man das vorher getan hat. Natürlich ist gibt es irgendwie diese Sonntagsreden, Grußworte von Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung und so, das kennen wir alle und das sozusagen, da gibt es ganz viele Sammelbände, die damit voll sind. Aber wir haben, glaube ich, alle miteinander in den letzten 2 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, erlebt, dass die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse geradezu exponentiell gewachsen ist. Damit meine ich natürlich zum einen Corona. Natürlich ist das für einen Wissenschaftspolitiker wie mich ein Traum, dass auf einmal sozusagen Wissenschaftsjournalisten zu
Medienstars werden, Wissenschaftler sozusagen die Talkshows bevölkern. Es ist eigentlich ganz großartig, weil sozusagen wir ja sonst immer in der Wissenschaft darum kämpfen, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und im Bereich Klimaforschung ist es ja nicht anders. Potsdam als das, kleiner Werbeblock, weltweite Zentrum der Klimaforschung, steht dafür natürlich ganz besonders. Ich habe so ein klitzekleines bisschen die Sorge, dass diese Erwartungen ein bisschen überschießen, dass es Halserwartungen gibt, die auf die Wissenschaft, was auch immer das sein mag, projiziert werden. Bei Corona war das offensichtlich, auch wir in der Politik haben sozusagen nach Rat gesucht, sehr schnell, sehr konkret nach Rat gesucht, weil wir ratlos waren, und dann ist es schon ganz klug, auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören, statt auf Vollidioten und Scharlatane, das ist immer besser, aber sozusagen die Art und Weise, wie wir Fragen gestellt haben, die Art und Weise, wie wir gelegentlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selbst, Verantwortung delegiert haben, das ist ein Punkt, über den es sich, glaube ich, lohnt nachzudenken. Ich bin jedenfalls der felsenfesten Überzeugung, dass man die Sphären Wissenschaft und die Sphären Politik durchaus trennen muss. Bei Ihnen, in der Wissenschaft geht es um Erkenntnis, in der Politik geht es um Entscheidung. Gute Entscheidungen sind meistens evidenzbasiert, aber sie sind etwas anderes als wissenschaftliche Erkenntnisse, weil sie eben normativ unterfüttert werden müssen. Das ist der letzte Satz sozusagen zu dem Grundsatz zurück. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig mit Blick auf die ganze Klimadebatte. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass, so wie wir das in Corona im Schnelldurchgang gemacht haben, Wissenschaft von Politik lernen muss. Ich bin gleichzeitig der felsenfesten Überzeugung, dass dieses Reden von Wissenschaft im Singular ein riesiges Problem ist für die Gesellschaft, für die Politik, übrigens auch für die Wissenschaft. Weil es ja, man kann das sozusagen bei der Corona-Debatte wie im Brennglas sehen, die Welt auf einmal glaubt, aus guten Gründen, oder jedenfalls aus nicht nur schlechten Gründen, sagen wir mal so, weil die Welt ja auf einmal glaubt, sie würde von Virologen gerettet. 200 Jahre vorher hat sie geglaubt, sie würde von Theologen gerettet. Dann gab es mal in Deutschland eine Zeit, wo man dachte, die Juristen, über deren Grad an Wissenschaftlichkeit man sicherlich auch diskutieren kann, wären die Rettung der Welt. Und jetzt sollten es auf einmal, weil es so ein Virus gab, die Virologen sein, während Epidemiologen oder Psychologen, Juristen oder Ethiker sozusagen zweitrangig zu sein schienen. Mein Appell wäre, wir sollten versuchen, Wissenschaft nicht im Singular zu denken, sondern immer im Plural, weil es halt eben dummerweise oder, ich finde, erfreulicherweise mehr als nur eine Wissenschaft gibt. So, das war jetzt die Vorrede und ich versuche sozusagen ein bisschen Zeit wieder rauszuholen, indem ich mich weiter komplett von meinem Manuskript löse. Also, jetzt kommt dieser Moment, den Sie alle aus dem Fernsehen kennen, wo sozusagen berühmte Menschen auf großen Bühnen sozusagen so Zettel aus Briefumschlägen holen. Ich bin weder berühmt, noch ist die Bühne groß, noch habe ich einen Briefumschlag, geschweige denn einen Zettel. Deshalb mache ich es ganz wahnsinnig prosaisch. Sie haben eben schon angedeutet, der Preisträger dieses Jahr ist ein Mann. Und ich habe, ganz aufmerksame Zuhörer werden es gemerkt, angedeutet, dass er möglicherweise was mit einer außerordentlichen Fakultät, die privat finanziert wird, in Potsdam zu tun haben könnte. Ja, und so ist es dann auch. Der Preisträger heißt Dr. Risch und hat am Hasso-Plattner-Institut promoviert. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Wir können das auch gleich, also wenn Sie Lust haben, also ehe ich versuche zu erklären, was Sie aufgeschrieben haben, wäre es möglicherweise für uns alle interessanter von Ihnen aus erster Hand zu hören, was Sie gemacht haben. Wäre das okay? Dann würde ich nur ganz drei Sätze sozusagen als Frage formulieren. Also, was formuliere mal Arbeitshypothesen, was Sie aufgeschrieben haben könnten, was aus meiner Vorbereitung jedenfalls so hervorgegangen ist. Ich habe verstanden, dass Sie sich mit einem Thema beschäftigt haben, das, glaube ich, jetzt auch eine Binse, aber stimmt in diesem Fall trotzdem, sozusagen schon sehr zentral ist für die Art und Weise, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. Nämlich mit der Frage,
Nach welchen Regeln wird eigentlich im Internet, konkreter gesagt in Diskussionsforen, kommuniziert? Diese Frage nach Kommunikationsregeln ist, ich bin zu den Älteren im Raum, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo, also vor digitalen Zeit, und habe relativ viel gelesen in meinem vordigitalen Leben, sozusagen über Strukturwandel in der Öffentlichkeit und über die Frage, wie sich Bedingungen für öffentliche Kommunikation verändert haben. Ich habe, als ich das damals gemacht habe, nichts geahnt, sonst hätte ich wahrscheinlich da in irgendwelche Techniken investiert, dass das irgendwie mal so sich entwickeln würde, wie das heute ist. Aber die Frage, nach welchen Regeln wird in der Öffentlichkeit kommuniziert, ist eine für jede Demokratie entscheidende Frage und sie ist entscheidend, ganz konkret, und das ist das, was Sie untersucht haben, in öffentlichen Foren, in diesem Fall, wenn ich das richtig sehe, unter einem Beispiel von Online-Foren bei großen überregionalen Medien. Und das, was ich gemacht habe, ich formuliere es als Frage, ich habe es so verstanden und hoffe, dass ich es nicht falsch verstanden habe, dass Sie untersucht haben, wie man mit unter anderem KI-gestützten Systemen versuchen kann, sozusagen Formen der Kommunikation, die destruktiv sind, zu unterbinden. Sie haben das, aber das wäre meine zweite Frage, ob ich es richtig verstanden habe, Sie wollen das nicht irgendeiner KI allein überlassen, sondern Sie wollen Moderatorinnen und Moderatoren dabei unterstützen, sozusagen handlungsgeleitet oder mit Handlungsvorschlägen versehen, diese Moderationsform wieder aufzunehmen, und Sie wollen, und das finde ich das die eigentliche Pointe, damit einen Beitrag dazu leisten, dass Kommunikationsorte, Foren, die gegenwärtig aufgrund der Vielfalt von kriminellen, asozialen, schlimmen Kommentaren geschlossen werden, dass sie wieder geöffnet werden können. Und Sie wollen damit einen Beitrag dazu leisten, so habe ich das jedenfalls verstanden, und ich hoffe, Sie korrigieren mich anschließend nicht, Sie wollen damit einen Beitrag dazu leisten, dass dieses außerordentlich unerfreuliche Phänomen, dass wir Kommunikationsräume, Internetforen, die wir vor, keine Ahnung, 15 Jahren noch bejubelt, deren Existenz wir vor 15 Jahren noch bejubelt haben, als Voraussetzung für eine neue, herrschaftsfreie, offene, partizipative Diskussion, die wir inzwischen schließen müssen, weil das alles eben, nicht alles, weil es da einfach sehr viel Müll gibt, dass Sie dazu beitragen wollen, technikgestützt, dass man diese Kommunikationsräume wieder öffnet. So, das ist das, was ich verstanden habe, aber Sie können das wahrscheinlich viel besser erklären, wenn ich Sie auch nur zur Hälfte richtig verstanden habe, dann würde ich sagen, dann haben Sie den Preis verdient. Ja, vielen Dank. Sie haben das sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich war die Motivation meiner Arbeit, dass es viele Online-Nachrichtenplattformen gibt, die in der Vergangenheit solche Kommentarspalten ermöglicht haben, wo sich Nutzer austauschen können, wo Nutzer diskutieren können. Aber mit steigendem Druck, eben durch Hasskommentare oder durch Spam, die diese Diskussion immer weiter verschlechtert haben, haben einige dieser Online-Nachrichtenplattformen entschieden, ihre Kommentarspalten komplett zu schließen. Und das ist genau das, wogegen ich ankämpfen möchte mit meiner Forschung. Aber nicht dadurch, dass eine automatisierte Löschung dieser Kommentare passiert, das eben nicht, sondern vielmehr eine Unterstützung der Moderationsteams. Sie müssen sich so vorstellen, da sitzen häufig Studierende, 24/7, also im Schichtbetrieb, und die lesen jeden der Kommentare, der dort gepostet wird, viele Zehntausende Kommentare am Tag. Und es ist eine große Erleichterung für diese Moderationsteams, wenn man schon eine Vorauswahl treffen kann oder eine Vorsortierung der Kommentare, welcher Kommentar sich wohl am ehesten vom Moderationsteam angeschaut werden sollte, welcher besonders kontrovers ist, welcher Kommentar vielleicht auch dem Anschein nach gegen Diskussionsregeln verstößt, die die Plattformen selber auf ihrer Plattform definieren. Insofern ist ein Teil meiner Arbeit, solche Hasskommentare automatisiert zu erkennen und Moderationsteams dann darauf aufmerksam zu machen. Das ist also in der Forschung dann eine Klassifikation von Texten, diese Einordnung, in was soll sich Moderationsteams anschauen und was nicht. Gleichzeitig habe ich aber auch noch nicht nur die destruktiven Kommentare versucht zu erkennen, sondern auch die konstruktiven. Und das ist dann tatsächlich der zweite Teil der Arbeit, mit der Idee zu fördern, dass konstruktive Kommentare belohnt werden, indem sie mehr Aufmerksamkeit in den Kommentarspalten finden. Also
Also wenn in einer Kommentarspalte viele tausende von Kommentaren zu einem Thema verfasst worden sind, kann ich mit meiner Arbeit erkennen, welche Kommentare wahrscheinlich viele Reaktionen oder viele besonders gute Diskussionsanreger sind. Und das ist dann der zweite Teil. Aber sehr gut zusammengefasst. Dann bitte ich jetzt Frau Wurms und Herr Professor Wagner auf die Bühne. Schon im Mikrofon. Ja. Und ich möchte mich natürlich ganz groß bedanken für diese großartige Anerkennung meiner Forschungsarbeit. Ich hatte ja die Gelegenheit, alle anderen Nominierten kennenzulernen bei dem Kreativworkshop Ideenprofiler. Und ich war sehr erleichtert, als ich die anderen getroffen habe, nicht in der Jury zu sitzen. Und das war ein wunderschöner Tag, eben weil es überhaupt nicht sich angefühlt hat wie ein Wettbewerb. Ganz genau. Ganz im Gegenteil, wir haben uns viel unterstützt dabei, unsere Forschung uns gegenseitig zu erklären und im besten Licht zu präsentieren. Tatsächlich habe ich ja gerade gesagt, meine Forschungsarbeit, das ist aber ja, insofern nicht ganz richtig, als dass viele andere Personen in meinen Forschungsprojekten beteiligt waren. Insofern würde ich mich auch gerne hier an der Stelle bei diesen Personen bedanken. Zwei davon sind heute hier, aber es gibt natürlich noch viele weitere Personen. Darüber hinaus die Potsdam Graduate School, die mich unterstützt hat beim Studium in der Weiterbildung, aber auch die Research School, das heißt das Butner-Institut. Ganz besonders in Erinnerung ist mir aber auch, weil wir uns zufällig hier in dem Haus befinden, der Hochschulsport. Das war mein erster Kontakt mit dem Hochschulsport hier in dem Haus. Genau. Und natürlich nicht zuletzt der Universitätsgesellschaft Potsdam und Lotto Brandenburg. Überhaupt die Ausrichtung dieses Wettbewerbs. Und wenn ich mir eine Sache wünschen kann, ganz zum Abschluss, wäre, dass dieser Award eine Traditionsveranstaltung ist. Hier. Ja, dann bitte ich jetzt Herrn Brian Novak auf die Bühne. Wir haben nämlich auch für alle noch Ehrenpreise. Und Luise Reuter auf die Bühne. Thank you.
zuletzt Frau Marie-Christine Zeisberg, Frau Dr. Marie-Christine Zeisberg. Möchte Herr Wagner noch was sagen? Ne? Vielleicht das Buffet eröffnen? Ich sage vorher nochmal, ich bedanke mich bei allen für die gelungene Veranstaltung, auch natürlich bei den Laudatoren, aber auch bei den Nominierten, beim Preisträger, dass es so gut geklappt hat, auch bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und deswegen kommt jetzt der obligatorische Satz, bestehend aus zwei Worten: Das Buffet ist eröffnet. Schönen Abend.